Wer so redet, macht ein Konjunkturprogramm für Populisten und nichts anderes. Und dem müssen wir uns entgegenstellen. Aus meiner Sicht ist tatsächlich die Impfpflicht verfassungswidrig. Es ist ein deutlicher Eingriff in ganz viele Grundrechte, nicht nur in das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, auch in andere Grundrechte. Dann blicken wir nach vorne zur allgemeinen Impfpflicht. Und der Deutsche Bundestag sollte das möglichst zügig beschließen, denn wir brauchen natürlich eine Impfpflicht dauerhaft, auch bei uns in Deutschland. Das Populisten. Ministerpräsident Daniel Günther über Leila-Lied. Es wäre kein Lied, was ich auf meiner Party spielen würde. Jetzt hier auf der Kieler Woche 2023. Ich habe Bock, auf meine Bock, heißt Leila. Ich sehe schön ein, ja, geiler. Populisten.